wahre Entwicklung findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Lasst uns das einmal prüfen mit etwas, was ja jeder von uns kennt. Was hat uns eigentlich immer am weitesten da oben reifen lassen? Waren es die großartigen Partys? War es die Zeit, wo wir einfach nur so dahin knotzen konnten oder uns eingeraucht haben? Oder waren es die Zeiten, wo wir zum Beispiel einen lieben Menschen verloren haben? Oder wo wir eine Trennung durchgemacht haben vom Lebensabschnittspartner? Oder wo wir einen Job verloren haben? Waren das nicht immer jene Zeiten, die uns eigentlich unangenehm waren, die uns aber hier oben sehr stark haben reifen lassen? Und plötzlich kommt dieser komische Satz, wahre Entwicklung findet immer außerhalb der Komfortzone statt, eine ganz eine andere Bedeutung. Das erklärt vielleicht auch, wieso am Ende einer Hochkultur, wo es den Menschen so gut geht, wo jeder Mensch nur noch schaut, dass er sich in einer Wohlfühloase befindet, sehr wenig in der Gesellschaft vorangeht. Dazu würde auch passen, dass zum Beispiel sehr viele hübsche Menschen eher eine leicht oberflächliche Herangehensweise ans Leben haben, außer sie haben gewisse Live-Events erlebt. Aber könnte es sein, dass immer, wenn alles so smoothig abläuft, so cool, wie man es vom Mainstream her propagiert, es ist ja so toll, dass wir uns dann sehr wenig hier oben entwickeln? Und könnte es sein, dass es das Leid manchmal braucht, damit wir bewusster werden? Und was ist, wenn das Leben als Ganzes etwas ist, das uns nur das Bewusstsein schärft und diese materielle Hülle einfach nur dazu da ist, um immer wieder Leid zu erfahren, damit wir letztendlich erkennen, was der Sinn des Lebens ist? Vielleicht die Liebe?